Die Autobahn A2 bei Dortmund. Ein Lkw hat die Leitplanken durchbrochen und ist mit zwei Fahrzeugen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Bei diesem Unfall im Sommer letzten Jahres sterben zwei Menschen. Auch ein Geländewagen ist beteiligt, der mit dem Lkw in Richtung Oberhausen unterwegs war und hinter ihm zum Stehen kommt. Auf unseren Bildern ist der SUV aber schon abtransportiert. Bei der Ermittlung der Unfallursache steht die Polizei vor einem Rätsel. An was kann sich der 36-jährige Lkw-Fahrer erinnern? Also ich kann mich daran erinnern, dass es während der Fahrt, wo ich auf der rechten Fahrbahn am Fahren war, dass ich im Spiegel von hinten auf der Mittelspur einen schwarzen SUV habe kommen sehen. Kurze Zeit später gab es einen leichten Ruck, den habe ich aber so wahrgenommen als wie eine Unebenheit im Asphalt, im Boden, in der Fahrbahn. Sekunden später gab es so einen zweiten kräftigen Ruck, der das Führerhaus sich hat anfühlen lassen, als wenn der Lkw nach rechts umkippt. Und in diesem Moment schoss der Lkw direkt nach links hinweg. Ich habe versucht, mit beiden Händen dort gegenzulenken, habe das Lenkrad aber nicht rumbekommen, bin dann durch die Mittelleitplanke geschossen. Die Autobahn A2 wird für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen nach der Unfallursache laufen auf Hochtouren. Inzwischen ist Lkw-Fahrer Michael Seelen wieder zu Hause. Noch am Abend bekommt er Besuch von der Polizei. Michael ist sich bis zu diesem Zeitpunkt keiner Schuld bewusst. Ja, die Kamp-Lünfurter Polizei, die ist auf Anordnung von Dortmund, sind die abends noch bei mir vorbeigekommen. Hätten wohl noch ein paar offene Fragen gehabt, die ich dann aber nicht beantwortet habe, sondern gesagt habe, das mache ich alles über meinen Anwalt. Und dass die mein Handy von der Dienststelle Dortmund oder Unfallstelle Dortmund beschlagnahmen sollen. Dadurch ist es halt gekommen, dass mein Handy zu denen hingekommen ist, wo mir aber in dem Moment nicht sicher war oder klar war, warum, wieso, weshalb. Da hat man mich dann aber aufgeklärt, dass bei so einem schweren und tragischen Unfall das der normale Verlauf ist. Eine große deutsche Boulevardzeitung erfährt davon und macht den Lkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort durch ihre Berichterstattung zum Verdächtigen. Er könnte abgelenkt gewesen sein, heißt es, und wird damit vom Unfallbeteiligten zum möglichen Unfallverursacher. Die Zeitung berichtet, dass das Handy von Michael noch an der Unfallstelle sichergestellt wurde. Das aber ist völlig falsch und geschah erst 5 Stunden nach dem Unfall. Ja, umso mehr man das in den Medien gelesen hat, umso mehr hat man an sich selber gezweifelt und sich dann doch eingeredet, dass man es selber schuld ist. Das ist richtig. Also das war auch nicht schön. Auch Monate nach dem Unfall beschäftigen Michael Seelen die Vorwürfe und er will mit uns darüber reden. Wir treffen uns mit Michael an einer Tank- und Rastanlage im Ruhrgebiet. Obwohl Michael genau weiß, dass der Verdacht, er sei durch das Handy möglicherweise abgelenkt gewesen, absolut unzutreffend ist, quält ihn die Veröffentlichung der Boulevardzeitung. Michael weiß, es ist kein Bagatellunfall, sondern ein Unfall mit 2 Todesopfern. Also verletzend ist es auf jeden Fall. Das ist meiner Meinung nach eine bodenlose Frechheit, da sowas zu schreiben, wo man überhaupt nicht weiß, was vorgefallen ist. Das sind ja alles einfach nur Vermutungen, was sie da am Tage gebracht haben. Irgendwas Dramatisches zu schreiben, um irgendwo ganz oben mitspielen zu können. In die Ermittlungen nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A2 bei Dortmund werden Unfallanalytiker der Sachverständigenorganisation DEKRA einbezogen. Von Analytiker Ralf Smets wollen wir wissen, wie die Sicherstellung eines Handys nach einem schweren Verkehrsunfall zu bewerten ist. Dass sich Verkehrsteilnehmer regelmäßig von Mobiltelefonen ablenken lassen und schwere Unfälle dadurch verursacht werden, ist bekannt. Auch ist der Kontrolldruck durch die Polizei deutlich gestiegen. Wie weit verbreitet ist aber die Untersuchung eines Handys nach einem Unfall durch die Polizei selbst? Der Sachverständige geht davon aus, dass sowohl das Handy des Lkw-Fahrers als auch das Handy des SUV-Fahrers beschlagnahmt wurden. Also Ablenkungsunfälle sind natürlich für jeden Fahrer eine große Gefahr, überhaupt so ein Unfallereignis auszulösen.
Und deshalb würde ich sagen, hat die Polizei richtig gehandelt, indem sie beiden beteiligten Fahrzeugführern die Handys abnimmt und dort prüft, sind da Aktivitäten drauf zu erkennen. Jemandem alleine, also einem Fahrzeugführer, das Handy abzunehmen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn in dem Augenblick weiß ja noch keiner genau, wie ist der Unfall zustande gekommen. Ist der Lkw nach links gefahren oder ist der Pkw nach rechts auf die erste Fahrspur gefahren? Das weiß noch keiner. Insofern würde ich erwarten, dass auf jeden Fall beide Handys beschlagnahmt werden. Die Maßnahme der Polizei ist also reine Routine und inzwischen weit verbreitet. Doch als möglicher Unfallverursacher durch eine Boulevardzeitung an die Öffentlichkeit gezerrt zu werden, beschäftigt Lkw-Fahrer Michael Seelen noch immer. Unterstützung und Rückhalt findet Michael vor allem bei seiner Frau und in der Firma. Die haben alle hinter mir gestanden, ob das die Chefs, die Disponenten, meine Frau waren. Die Chefs, die haben genauso wie die Disponenten haben gesagt, ich soll erstmal zusehen, dass ich wieder fit werde. Mir um Sachen, was mit der Firma oder sonstiges oder mit dem Lkw zu tun hat, erstmal aus dem Kopf schlagen soll und zusehen soll, dass ich fit werde. Wie sehr die öffentliche Vorverurteilung Michael getroffen hat, zeigen starke Selbstzweifel, die der Bericht in der Boulevardzeitung ausgelöst hat. Dieser Artikel hat Michael an seiner empfindlichsten Stelle getroffen und er droht fast daran zu zerbrechen. Ich war echt drauf und dran zu sagen, ich fahre nicht mehr. Ich hatte das schon mal bei meinem Chef angesprochen und er hat mir halt erstmal gesagt, ich soll erstmal gucken, meine Behandlung weiterführen, bei meiner Therapeutin gucken, dass das, weil es ja auch gerade halt sehr frisch war, dass ich das erstmal verarbeite, weil das, sagt er auch, das steckt man nicht einfach so irgendwie wieder in eine Hosentasche oder irgendwo in eine Tasche und alles ist wieder gut. Auch DEKRA-Ingenieur Ralf Smets beschäftigt die durch die Boulevardzeitung ausgelöste öffentliche Vorverurteilung des Lkw-Fahrers, wenngleich die Ermittlungen und die Spurenlage an der Unfallstelle inzwischen in eine völlig andere Richtung gehen. Weshalb aber macht eine Zeitung ausgerechnet einen unschuldigen Lkw-Fahrer zum Verdächtigen? Visuell erscheint ein solches Unfallbild nach dem Kollision, wenn die Fahrzeuge in ihre Endstellung gelangt sind, erst einmal so, das große Fahrzeug hat hier alles kaputt gemacht. Es ist durch die Leitplanke gebrochen in den Gegenverkehr. Also wird dieses Fahrzeug wesentlich daran beteiligt sein. Tatsächlich ist es aber so, dass auch der Fahrer dann irgendwann nur zum Passagier wird und gar nicht mehr Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Am Ende sind es die Unfallanalytiker der DEKRA, die die Ursache für den folgenschweren Lkw-Unfall auf der A2 bei Dortmund herausfinden. Es ist der Geländewagen, der mit einer ermittelten Geschwindigkeit zwischen 121 und 139 zunächst gegen den linken hinteren Eckbereich des Lkw stößt und dann später mit dessen Hinterachse kollidiert. Erst dadurch, so die Sachverständigen, wurde der instabile Fahrzustand des Lkw erreicht. Er kam nach links vom Fahrstreifen ab und durchbrach die Leitplanke. Und so trifft dann der schon angeschlagene SUV die Hinterachse von der Sattelzugmaschine. Und das führt dazu, dass eben der Sattelzug als solcher einknickt. Und dann ist der Fahrer nur noch Passagier, der hat keine Abwehrmöglichkeiten und kann entsprechend keine Gegenreaktion mehr einleiten. Damit steht die Unschuld von Michael Seelen zweifelsfrei fest. Die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen ihn ein. Als Michael dieses Schreiben erhält, kann er sein Glück kaum fassen. Das war eine richtige Erleichterung. Das war, als wenn dir ein Sack Steine vom Herzen fällt. Wo ich das Schreiben gesehen habe, da ist das wie so ein Schauer durch einen durch, als wenn einem da alles abfällt an Lasten alles. Aber bis zur erwiesenen Unschuld hat es ein halbes Jahr gedauert. Der Prozessauftakt gegen den Unfall verursachenden Geländewagenfahrer wird in den nächsten Wochen erwartet.